in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV und nach der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den HSV. Ja, soll ich jetzt jede Woche schreiben, Abwehr, Offensive Top, Defensive Schrott oder was ist hier los? Meine Fresse, schon wieder eine deutliche Führung verspielt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, es war der HSV, wir haben auch gegen die zurückgelegen mit 0-1 und dann auch das Spiel auf 3-1 gedreht, aber dann muss man das Ding halt auch gewinnen, also ne. Sag euch ganz ehrlich, Leute, ich bin nicht zufrieden mit diesem Punkt. Eine 3-1-Führung auf dem Betze muss man über die Zeit bringen, auch wenn der Gegner HSV heißt. Aber gut, ist halt nicht so. Müssen wir jetzt mit leben, weitere 2 Punkte verloren aus meiner Sicht. Letzte Woche haben wir 3 verloren. Also wir hätten durchaus 6 Punkte mehr haben können jetzt auf dem Konto. Ich konnte das Spiel nicht schauen. Ich war auf dem Geburtstag. Aber ich habe es ein bisschen am Handy verfolgt. Ja, und was ich so gesehen habe, jo. Ja, die Tore vom FCK habe ich alle gar übrigens nicht gesehen. Ich habe das Spiel aufgenommen. Ich habe das ein bisschen nochmal angeguckt jetzt. Aber ganz ehrlich, meine Motivation ist nicht gerade groß, mir so ein Spiel nochmal anzuschauen, weil ich weiß, das Ding geht 3-3 aus. Das wäre unfassbar. Naja, gut. Jedenfalls, die Tore vom FCK waren cool. Ne? Tomjak, das ist so ein typisches Tomjak-Tor, wie der da hinten einfach reinkullert. Unfassbar. Ritter. Geil, freut mich für ihn. 3. Saisontor, das wird hier eine Tormaschine. Letzte Saison hat er nicht einmal getroffen, jetzt hat er erneut getroffen. Klar, war keine große Sache mehr, aber man muss da auch erstmal stehen. Boyd verpasst, dann ist Ritter da. Und das Tor von Terence Boyd, meine Fresse, das war brutal stark. Alter Verwalter, allein schon wegen diesem Tor hätte der FCK das Ding gewinnen müssen. Ich habe mich so gefreut für Terence Boyd. Endlich sein erstes Saisontor und das war noch richtig, richtig stark gemacht. Natürlich war es auch sehr, sehr schlecht von der Hamburger Abwehr, aber nichtsdestotrotz, das war top von Terence Boyd. Ja, die Gegentore, also was soll ich dazu sagen? Gut, das erste Gegentor von Glatzel war halt einfach eine Hereingabe. Er kam dann den Ball, das Ding ist drin. Kann man nichts machen. Ja, man hätte die Hereingabe verhindern müssen. Okay. Das 3:2 war aus meiner Sicht auch wieder von Glatzel. Das war halt einfach sehr stark gemacht. Aber auch hier finde ich, das Tor hätte man durchaus verteidigen können. Da war wieder das typische nicht nah genug am Mann dran sein. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und Kral, weiß nicht, sieht aus meiner Sicht da auch nicht schon nicht so toll aus, weil er zu überhastet rausstürmt und dann die ganze Ecke frei macht, wo der Ball dann letztendlich auch einschlägt. Aber gut, das passiert. Ne? Was nicht passieren darf, ist das 3-3. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Krasser Stellungsfehler von unserer Nummer 1, Julian Kral. Also langsam, er verspielt seinen Kredit langsam, aus meiner Sicht. Julian Kral, er macht mir ein bisschen zu viele Fehler. Ich finde, er kassiert zu viele Tore und ja, ich weiß, da ist er meistens von der Abwehr hoffnungslos alleingelassen, aber ich finde, den ein oder anderen Ball, unabhängig jetzt vom HSV-Spiel, hätte man auch mal halten können. Die waren nicht alle gar unhaltbar. Da fehlt so ein bisschen, so ein Prozentchen, wie meistens auch in der Abwehr. Da fehlt gar nicht mal so viel, weil im Großen und Ganzen ist das ja schon solide, was sie da hinten drin machen. Aber dann diese Fehler und wie halt diese Gegentore fallen, das ist halt einfach eine Katastrophe. Ja, keine Ahnung, am Ende müssen wir halt jetzt mit leben. Wie gesagt, ein Punkt gegen den HSV, die ja ganz klar aufsteigen wollen, ist zum ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Aber auf der anderen Seite hat man halt schon wieder eigentlich ziemlich deutliche Führungen verspielt. Nicht ganz so deutlich wie jetzt in Düsseldorf, aber es waren hier auch immerhin 2 Tore. Und dass sie das nicht über die Zeit kriegen, macht mir langsam Sorgen. Denn, sehen wir mal ehrlich, wenn wir nicht so eine starke Offensive hätten, dann würden wir nicht aktuell mit 18 Punkten auf Platz 6 stehen. Sondern wir wären, keine Ahnung, vielleicht so auf Platz 14, 15 mit 12 Punkten, wenn wir Glück haben oder hätten. Weiß ich jetzt nicht. Wir können froh sein, dass unsere Offensive so sehr sticht. Aber, es kann auch halt mal eine Phase kommen, wo halt unsere Offensive mal nicht trifft. Und dann kann es ganz schnell sein, dass wir da große Probleme kriegen.
Aber ich würde fast darauf wetten, dass wenn die Offensive mal nicht mehr funktioniert oder weniger Tore erzielt, dass wir dann auch weniger Gegentore kassieren. Das wäre so typisch. Aber gut, ist jetzt so. Vielleicht ist es wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist der Punkt zu wenig. Wenn man das Spiel auf 3-1 dreht, Bolt macht ein erstes Tor. Und was für eins noch. Dann muss man das Ding gewinnen zu Hause. Fertig. Egal, wie der Gegner heißt. Ist aber nicht so gekommen. Der FCK hat aus meiner Sicht wieder kräftig mitgeholfen, dass man das Spiel nicht gewinnt. Ist halt sehr bitter. Meiner Meinung nach muss der FCK in der Winterpause defensiv nachrüsten. Denn wenn sie einbrechen, wie in der Rückrunde letzten Saison, dann stürzt mir brutal ab. Ne? Ist natürlich alles nur wenn. Keiner weiß, was passiert. Ich gehe davon aus, dass wir aber gegen Greuther Fürth gewinnen. Das ist Lieblingsgegner. Ist das nächste Heimspiel in der Liga. Am Sonntag, glaube ich, 13 Uhr. Nächsten Sonntag. Oder war das Samstag? Ich weiß nicht. Nee, Samstag, gell? Samstag, 13 Uhr. Gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche. Ich check das mal kurz ab. Jawohl, 4. November, 13 Uhr gegen Greuther Fürth. Da kommt auch direkt nach dem Spiel das Video, da habe ich Zeit. Das Spiel kann ich auch schauen, also alles gut. Und jo, aber zunächst einmal kommt jetzt am Dienstag das Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der zweiten DFB-Pokalrunde. Ja, es ist halt scheiße, dass wir jetzt so personell geschwächt sind. Puratz und Are fehlen einfach brutal. Ja, keine Ahnung, wie die Spiele verlaufen wären, wenn die beide dabei gewesen wären, wenn Are sich nicht verletzt hätte in Düsseldorf und wenn Puratz gespielt hätte, auch in Düsseldorf wie gestern. Kann man nicht sagen, aber ich glaube, da hätten wir deutlich mehr Qualität auf dem Platz gehabt. Und das ist schon echt bitter. Das ist wirklich bitter. Vielleicht, ich hoffe, dass die Jungs es richten gegen Köln. Das wird sehr schwer. Köln ist Bundesligist, klar. Auf der anderen Seite, Köln ist auch Lieblingsgegner für den FCK zu Hause. Gegen Köln hat, glaube ich, der FCK die meisten Heimsiege geholt. Oder gegen Wolfsburg war es, glaube ich. Aber Köln ist auf jeden Fall auch ein Lieblingsgegner vom FCK. Natürlich reden wir hier jetzt von Bundesliga-Zeiten. Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, Pokal, Flutlicht, Betze, es ist auf jeden Fall möglich. Ja, es ist auf jeden Fall möglich, dass der FCK Köln besiegt. Aber das werden wir sehen, Leute. Ja, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Was haltet ihr vom HSV-Spiel? Ich habe schon ein bisschen was gelesen. Einige sagen sogar ein glücklicher Punkt. Keine Ahnung, habe ich gar nicht wahrgenommen. Für mich hätte der FCK sogar noch 4-3 gewinnen können durch Opoku. Der Ball, wo kurz vor, knapp am Tor vorbeiging, oder ich glaube, der hat sogar noch den Pfosten geschossen. Wie gesagt, ich habe das Spiel hauptsächlich vom Handy aus verfolgt. Auf der Party, das war ein bisschen schwierig. Aber naja, sei es drum. Wie gesagt, Leute, was sagt ihr? Ist der Punkt gerechtfertigt? Sagt ihr, nee. Nach dem 3-1 sollte man das Ding mal über die Bühne bringen. Uns fehlen immer mehr Punkte. Wir punkten aktuell nicht mal so, wie wir hätten können. Das ist schlecht. Man weiß nie, wie die Rückrunde läuft. Oder was doch so passiert. Wir sollten eigentlich, wenn man deutlich führt, sollte man eigentlich die Punkte halt auch mitnehmen. Ne? Weil, wie gesagt, man weiß nie, wie die Saison noch so verläuft. Oder naja, was sind sonst so eure Gedanken? Das jedenfalls sind meine. Wie immer, Leute, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für euren Support. Das HSV-Video kam ja auch echt gut an. Kamen einige neue Abonnenten dazu. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön für euren Support. Würde mich natürlich freuen, wenn wir weiterhin munter auf die 500 Abonnenten zumarschieren. Wäre cool, wenn ein kleiner FCK-Kanal langsam vielleicht ein mittelgroßer FCK-Kanal wird. Aber alles gut. Ich bin ja zufrieden. Mit meinen Leutchen, die hier auf dem Kanal sind, wirklich zufrieden. Sind meistens echt coole Kommentare. Und die meisten sehen es ja auch wie ich. Und hat sich schon so ein bisschen was gebildet. Macht mir Spaß. Freut mich immer wieder. Natürlich ist es auch immer viel Arbeit. Das kostet auch viel Zeit. Die Zeit muss man immer einplanen, so ein Video zu machen. Aber wenn der Support auch irgendwo stimmt, dann macht es natürlich auch Spaß. Und es ist halt auch der FCK. Und ich mag es halt auch, über den FCK zu reden. Auch wenn ich ihn halt auch mal kritisieren muss. Aber das habe ich ja auch schon öfters mal erklärt. Ich finde halt einfach, gerade wir Fans haben das größte Recht, was zu kritisieren, wenn was nicht gut läuft.
Denn man kann halt nicht immer alles schönreden. Die FCK-Brille muss man auch mal abziehen, muss den Tatsachen ins Auge sehen und muss einfach mit Kritik darauf hinweisen, was halt nicht so gut läuft. Mehr ist es ja einfach nicht, ne? Für manche ist es dann halt meckern auf hohem Niveau oder sonst irgendwas. Ich sehe es halt mehr als konstruktive Kritik. Und ja, wenn sie was gut machen, lobe ich es natürlich auch. Wie gesagt, die Offensive kann ich nur loben. Die Defensive kann ich halt definitiv nicht loben. Das ist eine Katastrophe. Aber so ist es halt. Okay, Leute. Jetzt wurde das Video doch noch ein bisschen länger wie geplant, ne? Mit meinem Schlussappell hier. Macht's gut. Ja, habt ein schönes Halloween. Natürlich, DFB-Pokal, ich weiß. Köln. Und dann danach hoffentlich einen erholsamen Feiertag. Und wir, ja, hören uns dann am Mittwoch irgendwann. Ich, wie gesagt, ich feiere Halloween. Mal gucken, wenn ich dann die Zeit habe, am Mittwoch das Video nach dem Spiel gegen Köln zu machen. Es wird jetzt kein Vorberichtsvideo kommen, Leute, ne? Gegen Köln. Muss ich hier noch kurz sagen, weil mir reicht die Zeit einfach nicht. Aber ich habe es ja gerade kurz angesprochen. Und auch in den letzten Wochen immer wieder mal kurz angesprochen. Ich denke, da wurde alles gesagt. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Red Devil empfiehlt sich. Ciao.